So, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Aufnahme. Du, es ist du. Alter, das ist einfach nur schrecklich, ne? Aber wie war das? Der Gewinner von euch darf bloß hochladen? Ah, warte mal, ihr verliert ja jetzt beide. Oh, okay, okay. Lade ich es trotzdem hoch. Kostenkontrolle aktivieren. Geschwindigkeit, Maxim, Geschwindigkeit. Geschwindigkeit ist echt OP. Es geil. Geht immer um den Speed. So, ja, Johnny hat schon 19.000 Punkte, ne? Ja, John, du hast 10.000, das ist noch viel dümmer. Eine so dumme. Was soll das denn jetzt heißen? Du bist ja, so schlecht. Du Entschuldigung. Bist, so schlecht bist du jetzt nicht, aber. Aber. Okay, okay, ich habe verstanden. Aber schon jetzt, ne? Also. Aua, so bist du ja gegen Eis habe ich immer sehr knapp gewonnen, tatsächlich. Eis ist wirklich gut. Ziehen wir mit der Artillerie. Wie bitte? So. Oh. Artillerie, sagt er. Gegen wen spiele ich denn hier? Ist das nicht Eis? Das nee, du spielst gegen Bonjour. Ganz Bonjour gegen dich. Ganz Bonjour. Soll ich... Was soll ich mach Sniper. Du machst eh Sniper. Was hältst du denn von Sniper? Ja. Sniper ist auch gefühlt das Einzige, was ein bisschen overpowered ist. Ja, vorhin hat die gleiche Diskussion gehabt. Das ist leider. Naja. Ich glaub's übrigens wirklich nicht. Ne? Oh, yes, Das ist auch okay. Also wenn man nicht gut damit umgehen kann, dann sehen sie natürlich nicht stark aus. Yay, ich spiele dann wohl doch mal Sniper. Ich sehe hier überall Sniper auf dem Feld, ich kotze. Wenn ich jetzt Start drücke, ne, und du hast Sniper gebaut und beschwerst dich die ganze Zeit, ne? Ja, also das ist ja was anderes. Das ist was anderes. Du hast ja mehr als ich. Also ich drücke jetzt End Deployment. Und ja. Wenn da gleich... Alter, Level 3 Sniper! Na klar! Na ja, gut. Meine, was soll er machen? Den kriegt er automatisch. Also ist doch der automatische, oder? Oh, das könnte die Bombe des Jahrhunderts quasi, werden, Johnny. Okay, ja, ja. Warum sieht nicht, man das? Wenn ich guck mal, guck dir die Rakete an. Ich bin nicht auf deinem Board, Maxim. Johnny, du sollst mir gucken. Ja, okay, Entschuldigung. Ich komme. So, was passiert? Los, meine kleinen Kriecher! Hab ich nichts gesehen. Nein, lass die Arti in Ruhe. Ja, dreht euch um, geht nicht zum Turm. Es ist wie Zahnarzt, Maxim. Alter! So, jede Phobie meines Lebens getriggert. Ja, bohrt euch rein da. Nein, Arclight müde! Arclight müde. Das ist die Frage, wie schnell ist der Sniper am Schießen? Was ist das denn jetzt? Ja, der muss einen kurzen McCree machen. Oh, wobei? Ein Schuss noch? Ja. Was ist das frech? Mhm, okay, und jetzt auf ihn? Das ja, ist, ja. Ich will nicht mal nachzählen. Aha, ich glaube, das ist ja eine Karies. Ich habe mit zwei Bomben verloren. Und die eine Bombe hat dann wirklich reingedonnert. Aber Maxim, bist du nicht in meinem Team? Ja. Ja. Okay, also das mit dem Panzer, da könnte schwierig werden. Ich sag mal so, die Überbleibsel sind jetzt nicht so stark. Das Problem ist, du killst in mein Hauptgebäude und dann. Das schaffe ich, glaube ich, nicht mehr. Aber die habe ich schon Level up. Also, ja, die sind das ein Turbo-Oberlevel. Also, ich glaube, das Bataillon da von Raupen, die hätten wahrscheinlich 5 Level gerade in dem Kampf erreicht. Nein, die brauchen nur 450, ne? 405, meine ich, für Level up. Los! Komm, einmal reinsägen. Ja, komm. Alter, voll unter die Ketten, Junge. Ja. Einfach mal Gas geben. Das fehlt mir bei dem Spiel, dass du einfach was überrollen kannst. Nein, ich weiß ja schon, was Maxim jetzt nimmt. Boah, ich hab einen Plan, ich hab eine Idee. Also ich weiß auf jeden Fall, was ich nehme. Oh, aber das ist teuer, kann ich nicht. I wanna know. If you be my Maxim. Maxim! So, jetzt muss ich ohne zwei Bomben kämpfen. Ohne zwei Bomben. Wie mache ich das jetzt? Mit Sniper. Was sind denn ohne zwei Bomben? Na, ich habe jetzt zwei Raketen. Du hast gerade gewonnen, obwohl ich zwei Raketen habe und eine Rakete hat zwei Bataillone von dir gekillt. Ah, du hattest gerade Raketen, habe ich gar nicht drauf geachtet. Ja. Ja. Ich sag ja einfach, aber die Masse macht's. Die Masse macht halt wirklich viel bei dir. Gut. Fight me, Johnny. Fight me. I will try to. I wanna know. Ja, aber so wenig Geld. Ich würde mir gerne alles holen, alles ausbauen. Same. Es
gibt ja dieses Crawler, diesen Crawler-Commander, wo Upgraden 50 weniger kostet. Ich weiß nicht, ob das legal ist. Ja, das tatsächlich, also wenn ich das mal kriege, da, ich bin immer schon sehr versucht, das zu nehmen, weil man schon ein paar Crawler-Bataillone hat. Also rein Gold-Value-mäßig ist das insane, ne? Ja, ich finde. Sind das so, 2 50-Euro-Raketen? Nee. 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 In my face. Auch für Stufe 1 Panzer reichen die. Ja. Mittlerweile ja, ich meine 6000 fahren. Peng, peng. Die sind richtig toxisch. Was? Oh, einer lebt. So. Legende. Maxim, hast du eigentlich was gebaut oder hast du gar nichts so gebaut? Oh ja, die Panzer gebaut. Also nein. So. Panzer sind schon schwierig. Aber da ein bisschen drin rumgebohrt. Geht schon. Bist. Da kommen die kleinen Segelspäne. Ja, ist leider. Junge, als ob der letzte Schuss von dieser Artillerie noch 2 Panzer zerstört hat. Ja, das fand ich ganz gut. Guck mal, die 3 Crawler da. Das sind die MVPs. Oh, das sieht gut aus. Ja. Hack, genau. Boah, in ihn rum. So ist ja richtig. Schön in die Speichen rein. Na, ich sehe dann weiter Zahn. Boom. Oh, draußen. Den hat er erstmal mit Zahn. Na gut. Ihr wollt also die mittelschwere harte Tour. Na gut. Die harte Tour. Alter, ich habe mich fast verklickt. Ich wollte das Level Up machen und habe beinahe meine eigene Arti schlecht behandelt. So. Okay. Johnny. Feel my wrath. Dein was? Verklickt. Ich weiß, was er macht, aber ich weiß nicht, wo er es macht. Ja. Das Wo, mein Lieber. I don't know what for. Ja, das Wo ist tatsächlich ein Problem. Das Wo ist die Frage der Fragen. Also ich könnte jetzt natürlich auch immer Shield spammen. Ohne Shield. Aber die Wahrscheinlichkeit ist halt sehr, sehr gering, dass ich genau da lande, wo du landest. Also ich würde hier vermuten, aber... Ach, wir machen es einfach anders. Weißt du, gönn ich dir. Okay, ich hätte es falsch predicted. Sehr gut. Sehr gut. Ich hätte letztlich gesagt, du wirfst ihn in der Mitte irgendwo ab. In der Mitte? Ja, vorne ist halt auch gefährlich, aber meine Units sind so langsam, dass ich Johnny wahrscheinlich schon tot bin oder das Feuer schon aus ist. Johnny will einfach Toten verderben. Wait, what? Das ist ja bei mir! Was ist bei dir? Ja, es waren bei mir! Ja! Wurde ja auch Sommer langsam. Ist das ein Hacker Crawler hier? Nicht das. Alter, wie das die Crawler nicht juckt, ne? Ja, also sobald sie halt ausgebuddelt sind, ne? Es ist halt 70% Damage reduced, bis sie ausgebuddelt sind. Ja, das ist wild. Ja, dann ist das ein Win für dich. Naja, das glaube ich nicht. Weil das Feuer ist da auch komisch, ne? Ah, wobei doch jetzt der Nexus war. Der Nexus war der Tod. Johnny Burn! Ja. Da brauche ich auf jeden Fall. Ich glaube, ich verbrenne mich wieder selbst, ne? Wobei bisher dodgen sie das. Aber bei den Snipern bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Es müsste eigentlich jetzt aber langsam auslaufen, oder? Komm. Nee, so weit. Was? Wobei, Feuer läuft nicht aus. Ach, hier hinten. Oh, da brennt ja auch alles. Mhm. Wobei, das Feuer kann auslaufen? Ich dachte mal, das brennt bis zum Ende. Nee, das läuft irgendwann raus. Oh, Junge, was kommt denn da noch rüber? Ja, also ich habe ein bisschen was abbekommen. Ja, aber ja, das Feuer gegen mich verwendet, ne? Das muss man auch. Ich sehe ja Free XP. Ich bin nahe, ich stacke gerade. Ich stacke auf der Top. Und muss nicht nur zum Zahnarzt, seine Einheit müssen auch leider zum Optiker. Das ist wirklich. Peng. Hard to watch. Ich triple den. Oh, haben die schon alle Crawler. Boah, also wirklich, also die Artillerie, ne? Die war jetzt schon nicht so gut. Ich weiß auch nicht, ob du den Jungs nicht mal Urlaub gegeben hast. Oh, die stehen alle schön zusammen. Ja. Meiner. Der hat sogar noch ein bisschen was. 2 gekillt, ne? Das ist schon nicht schlecht. Oh, wenn er noch einmal schießt, ist der auch noch down. Schießt! Ah, schade. Nee, der schießt jedes 4 Sekunden oder so. Auf jeden Fall nicht nochmal. 4 Sekunden. Ich finde kein Spaß. 4,5 sind es, glaube ich. Ich glaube 4 Sekunden oder 4,5 Sekunden, ja. Richtig, richtig ungeil. I wanna be the very best. Maxim, wir sind ein Team, ne? Das stimmt nicht. Was so, hältst du von diesem Sound? Oh ja, hörst du meinen Sound? Oh ja, hörst du's? Ich kann auch. Nein, wir sind einfach in der fucking Autowerkstatt, ne?
Oh. Ja gut, jetzt habe ich aber leider mehr gedrückt, als ich eigentlich wollte, ne? Aber ich habe auch kein Geld mehr. Also es kann sein, dass ich wieder verliere, ne? Aber jetzt ist es ein halbwegs normaler Fight. Also jetzt sind tatsächlich meine Units auch da. Aber fürs Geräusch war es trotzdem worth, würde ich sagen. Ja. Geräusch ist immer worth. I wanna know. So, was haben wir denn hier? Das könnte nicht so gut für mich ausgehen hier. Ah. Ich habe nicht gut genug gelesen. Oh, und Eis ist ein Arsch. Eis ist ein toller Typ. Maxim, ich krieg ja Crawler und Wespen in meine Backline. Ja, das sah einfach so schön aus. Also ich hab auch Wespen in seiner Backline, aber meine Wespen sind auch jetzt wieder Frontliner. Ich habe das ein bisschen anders gemacht. Ja, aber ich habe seine Crawler geblockt mit Crawlern und seine Wespen mit Wespen. Also meine Wespen sind Turbo. Laufen sie mit Crawlern in seiner Wespen, die ich je gesehen habe, Alter. Sie sind einfach von meiner Base in deine zurückgelaufen. Ja, gelaufen. Okay, ja, sie sind wirklich gelaufen. Jetzt laufen sie halt wirklich. Also das war das Turbo-losteste Upgrade. Das war wirklich los. Das zählt nicht. Johnny, das hast du, oder? Na klar. Johnny, meins hat nicht gezählt. Ich hab dich. Aber die Panzer, ne? Wir müssen mal über den Movement-Speed von denen reden. Ich habe den Geschwindigkeitsdude, ne? Ja, ich weiß. Eis nimmt den Speedboy und spielt natürlich dann auch noch Speedboys. Du tust das doch einfach sehr, sehr gut, ne? So, jetzt sind alle am Stehen. Na klar, schießt auf die Leiche. Und ich schieße nach vorne. Also, oh, das ist aber das war sogar. Also meine Arti und ich ist auch keine tiefe Liebe, ne? Bin ich ehrlich. Ja, ich weiß ja auch nicht, was du dir angetan hast. Ja. Oh nein, warte doch. Oh, wobei, ein guter Schuss. Ja, warte mal, was ist denn da passiert? Oh, da sind doch zwei Crawler, oder was? Crawler, zwei Crawler. Was ist mit ihnen? Alter, man kann sie auch nicht sehen, Mann. Das ist das Beste. Einfach. Tja. Ja, das sind wir beim Thema, ne? Ja, Crawler-Upgrade. Ja, ich meine, du kriegst ja die Updates, die ich auch kriege. Das war einfach schön mit euch. Das war eine tolle Runde. Naja. Weiß ich nicht. Maxim, ich weiß noch nicht, was hier die Lösung ist. Ich habe eine wilde Lösung. Willst du mal schauen und mir sagen, was hier die Lösung ist? Bei dir? I don't know. Also die Wespen sind auf jeden Fall wild. Aber das sind so viele Fangs, ne? Was hat er für ein Upgrade für den Hackern? Ne, der ist einfach so Stufe 3, ne? Aber er hat keinen. Wieso hat der so wenig Range? Hacker-Range ist nicht existent. Okay. Wir bekämpfen jetzt also Boden mit Feuer, ja? Ja. Das ist aber nicht sehr effektiv, Maxim. Das werde ich beurteilen. Oh. Okay. Ich habe den Survival-Mode auf sehr einfach geschafft. Ja, sehr einfach geht, glaube ich, sogar noch. Aber man muss da trotzdem high rollen. Also episch. Nein. Ja. Der eine Flank blockt einfach alles von mir. Nur, das Problem ist halt, ich block mich selbst dadurch auch. Maxim, ich habe ein großes Problem. Ich auch. Ich habe meinen Flammenwerfer nicht gut platziert. Ich habe zwei Level 3 Rhinos gegen mich. Oh. Und die so etwas blocken sollten, sind gerannt, um deinen Flank zu blocken. Ja, und den Flank haben sie nicht mal gut geblockt. Was? Das beschwere ich auch noch. Ja, frechste, was ich jemals gehört habe. Donny, das war auch noch schlecht. Ja, super. Warte mal, seid ihr jetzt wirklich ein Team oder nicht? Also, pseudomäßig ja. Ich habe nicht das Gefühl, dass Maxim mir hilft. Ah, Johnny hat nicht F10 gedrückt, also bin ich mir sehr sicher. Du hast noch keine Runde irgendwas gerissen. Doch, nee, ich baite ihn in den Crawler. Die ganzen Crawler, die da rauskommen, wie so Haie, wie sie auftauchen. Ja, jetzt hör mal auf, da reinzuhauen mit der Adlerin, die one-shotten die ja nicht mal. Ich habe ihn jetzt genau da, wo ich ihn haben will.
Alter, Maxim, das kann nicht der Moment sein, wo du... Das habe ich gut getan. Da willst du ihn also haben. Das war doch jetzt nicht so schlimm. Was los? Er tut dir ordentlich weh. Du vertraust also mir nicht. Würdest du dir vertrauen? Ich vertraue mir immer. Das ist ein Riesenfehler. Also. Ich bin quasi Traumato, bin ich. So. Traumatosiert maximal. Okay. Warum baut er keine R? Er ist auch ein bisschen cringer. Das ist schön an Eis. Eis kämpft ehrenhaft. Nee, wir gucken mal, was gleich bei rauskommt. Also ich kann mir schon vorstellen, was kommt. So, Johnny. Take this. Das klingt gar nicht gut. Sag doch sowas nicht. Jetzt habe ich Angst. Take this. Klingt schon fair, ne? Er hat auch den Schild genommen, ja? Für dich. Ja, dachte ich mir, dass du jetzt mit der dem Brandbomben-Update kommst. Aber der muss halt auch erstmal durch die Shields durch. Vor meinen Snipern. Ja, da müssen wir die nächste Runde nochmal mit der Schmelze arbeiten. Der wird instant despawned. Ja. Oh, warte mal, jetzt flank ich dich. Einen guten Begriff dafür. Also das 2v2-Verhalten, da müssen wir auf jeden Fall nochmal drüber reden. Ja, 2v2-Verhalten gefällt mir auf jeden Fall überhaupt nicht. Boah. Dass ich ihm so halb helfe, ist halt echt ein Nachteil. Meinst du mit ihm die ganze Zeit mich? Ja. Nenn mich gefälligst beim Namen! Das ist diesen Trottel einfach. Die ganze also, Zeit du hilfst mir vor allem, du hast mir doch einmal in dieser ganzen Runde geholfen. Doch, der Panzer kam halt. Ein Panzer! Oh, also krass, halt aber danke große. Für deine Riesenhilfe. Ja, dieser Panzer. Und auch die Runde davor war überragend, danke dir. Hm? Ah, weg mit dem Schild. Warum geht der jetzt mit dem Schild nochmal davor? Oh, Genius. Hä? So kenne ich ihn. Okay, so kenne ich ihn auch. Also können wir ihn auch. So, jetzt kommt doch, pass auf, jetzt kommen die Flammenraketen. Was willst du da tun jetzt? Guck mal. Oh, wir müssen ja vorher gerade überlegen. Oh, Johnny, was ist denn das? Oh, ja, los. Dann kann die Artillerie treffen. Boah, komm schon wieder ganz schön viel rüber, du. Kann die wirklich treffen? Also, in der Theorie ist es zumindest möglich. Ja, guck mal, da kann auch mal die Artillerie treffen. Im super slow. Und ein Mustang ist... Ich weiß, keine Angst, ich mach gleich wieder slow. Das ist gar kein Problem. Ich komm dann heute noch mal irgendwann an. Ah, nee, ich denk nicht. Guck mal, die levelt nicht mal. Guck mal, wie ich ihn reinbaite, Johnny. No. Du, das ist boah, nee, also wirklich, hört auf zu reden, ne? Das ist so illegal. Bitte gerne viel free XP. Ist ja so illegal. Jetzt ist er so geschwächt. Jetzt quasi fast unplayable für ihn. Mhm. I wanna know. So. Where do you go? Go, go, oh, oh, eh, oh. Also im 2v2 Brawler Upgrade for free ist nicht legal. Ja, finde ich auch unfair. Also im, schwierig. Normalerweise ist es halt so, ja. Das ist der einzige Moment, wo ich echt enttäuscht bin von Eis. Hey, Entschuldigung? Weil es wird dann sofort instant unehrenhaft. Große Unehre. Oh. Na, gucken wir mal, Maxim, was es diesmal wird. So. Na,
Alter, Johnny hat doch einfach alles. Johnny, kannst du mit den 1 gegen 1 draus machen? Was soll das denn jetzt hier? Das ist einfach schön. Ei! Ja, das Feuer habe ich Turbo hart gecountert. Dachte ich! So, irgendwas stimmt mit deiner Festung nicht, Alter. Oh. Ja, die mag halt grünen Schleim nicht so gerne. Was ist denn da los? Irgendwie läuft es nicht so wie gedacht. Ja, ich dachte auch, dass die. Oh, was mit deinem Overlord da? Oh. Ja, ist von mir. Ah! Deswegen ist der auch nicht geslowt. Deshalb ist er nicht gediebhaft, das ist absolut korrekt. Ja, wollte ich schon sagen. Aber was kommt von dir da für eine Armada rüber? Kann man wieder mal darüber reden? Also, irgendwas ist da gerade schiefgelaufen. Ich weiß noch nicht genau was. Hey, kann dein Overlord bitte sterben? Ja, aber hier hat tatsächlich einiges überlebt, diese Runde, ja. Johnny, siehst du das? Wie ich ihn. Also jetzt ist er ganz. Jetzt hat er. Also ist verloren jetzt. Er hat seinen Overlord auf mich geschmissen. Ja, ich hab meinen auf mich. Und Johnny seine Brandbombe auf mich. Siehst du, Johnny? Johnny hat auf YouTube gedrückt, Das wird ganz schrecklich. Ja, ich sehe schon, hier wird dreckig gekämpft. Um minus 189! Ja, verdient auch. Ja, also darüber kann man jetzt streiten, ob Eis das verdient hat. So, eine Runde noch, aber schnell. Das ist Arbeit im Gegensatz zu euch. Ja, komm, dann hänge ich die noch dran auf YouTube, ne? Also. Oh, na gut. Oh mein Gott. Das ist Infinite Content. So lange zufällige Umsetzung. Ja, so passt's. Oh, so passt's auch. So nicht. Okay, sehr gut. Eis, ich erwarte massive Crawlung von dir. Ja, ich weiß nicht, also das funktioniert gegen schlechte Spieler ganz gut, aber gegen gute Spieler ist das dann immer schwerer. Achso, ich muss eine Einheit umdingsen. Switch Upgrade drin. Ja, das kann man nicht normalerweise machen, während man drin ist? Nee. Ich habe irgendwie die klein gedrückt. Oh, ich habe by the way gestern das erste Mal Lichtbögen gespielt mit Luftabwehr und vollen Range-Upgrade und dieses Level-Up-Upgrade. Das war das einzige Mal, dass sich der Lichtbogen Worth angefühlt hat. Ja, wenn man vier Upgrades reindonnert, dann ist es gut. Vier Upgrades und der passende Commander. So, der gibt nämlich nochmal 40 mehr Range oder so. Also dann sind das wirklich AOE-Sniper, die auch ein bisschen mehr aushalten tatsächlich. So, jetzt wird hier aber mal gewinnt. Gewinnert. Das ist hier die erste Niederlage. Maxim, sind wir gegeneinander? Scheiße, ich trau mich nicht zu gucken. Johnny, wir sind ein Team. Ja, dann wird's ja ein absoluter Free-Win. Okay. Die Frage ist, was nehmen wir? Ich erwarte Leistung, Maxim. Eis, du schickst alles zu mir. Den habe ich gegen mich. Du brauchst keine Türme. Oh mein Gott, ich habe nicht gedrückt. Ja, ich habe die Waffe gegen mich. Oh, Jesus Christ. Nee, ich nehme nur das Eis. Ich hab keine Waffe. Ich habe noch nie Cost Control direkt gespielt. Ja. Also ich dachte, das war jetzt so Friendly Banter. Oh, Cost Control ist mega gut. Also das würde ich immer nehmen. Warum? Ich bin. Gutes. So, was gibt's? 15% merkst du ja bei vielen Units ja nicht. So, Arti, ist es schlimm, dass Arti 15% weniger Damage macht? Ja, das ist natürlich jetzt die eine Unit rausgesucht, wo es really whatever ist. Sniper ist auch whatever. Wir testen mal was. Nee, hör mal auf. Hier brauchen wir keinen Test. Das ist Testfall. Test mal was Eis. Teste die Scheiße aus dem Haus. Bitte keine Scheiße testen. Bitte keine Scheiße testen. Das war einfach ein schöner Satz. Okay, Johnny. Die ersten 3 bis 5, 10 Runden verliere ich, aber dann gewinne ich. Aber ich befürchte, dass. Also es gibt schon Konter dazu, ne? Auch wenn Maxim das nicht so. Was hältst du davon, Maxim? Boah, das finde ich sehr lecker. Weil das ist genau das, was mir auch gefehlt hat. Ich muss da auch irgendwas gegen Johnny machen. Aber Johnny ist halt eine Egelbeere. Mhm. Was wird denn da gemacht? Ja, die rennt zu mir rüber. Oh, bitte flieg nach rechts, bitte. Ja, doch, muss sein. Ja, genau. Schön. Die Sniper auch verfehlt. Warte, da war gut, dass deine halbe Armee jetzt einfach hinterherläuft. Hä, hallo? Warte, aber die Leute da zu mir. Oh mein Gott. Erstmal laufen sie bloß hinterher, Maxi. Alles in Ordnung. Oh, ich hab keine Anti-Air mehr. Das ist aber gut, vielleicht unsere Armies joinen sich dann, Johnny. So.
Ja, witzigerweise habe ich meinen Fight irgendwie gigahart gewonnen. Also ich habe meinen Turbo-Hart verloren. Das Schöne ist, die Einheiten klumpen da jetzt schon gegen die Panzer noch. Der Phoenix am Anfang. Ich verstehe gar nicht, wo du guckst. Überall, wo ich hingucke, gewinnen wir. Ah, da ganz hinten. Ja, ja. Also meine halbe Armee ist ja zu dir rechts rübergelaufen. Ah, die ist hinterhergejoggt. Jetzt verstehe ich das Problem. Ja, aber ist okay, ist okay. Wir sind jetzt eine Force, Johnny. Komm, Sniper-Kill. Oder Panzer-Kill. Ja, ich glaube, der Level 3 Sniper. Der ist gar kein Problem. Naja, du kriegst aber vorher meinen Nexus und der Sniper steht ganz vorne. Also die Phoenixe sind da schon, die sind da schon gut. Ja, ich sag ja, die Phoenix sind ein bisschen zu schnell. die fliegen auch erstmal zum anderen Nexus weiter. Aber das ist gar nicht so bad, ne? Das ist gar nicht so bad, ne. Das ist, glaube ich, ist die Frage, ob der Level 3 Sniper halt noch einen Hit macht. Nee, die Crawler. Nee, das ist ein Loose für uns. Die Crawler guckt ja, sich ja an. Ja, das ist in jedem Fall ein Loose für uns. Get wrecked. Oh, wenn die Crawler richtig. Ne, die drehen sich voll um. Nee, es ist safe Loose. Ach, die Crawler kriegen ja fast Schaden, wenn die gedebufft sind. Aber alles Panzer. Oh, aber die Phoenixe sind jetzt schon nervig. Ja, aber die. Genau, also Level 2 und Level 2 beide. Ja, deswegen sollte man den Start einfach verbieten. Aber du, hast du auch Reichweite, oder? Ist nicht so. Hast du was gekauft, die Runde, Maxim? Ich habe 2 Sniper gekauft, weil das die einzigen Anti-Air-Units sind, die man sich leisten kann am Anfang. So, der Rest geht ja nicht. Dumm bist. Ja, du bist dumm. Hallo. Beruhigt euch. Beruhig du dich doch! Ich bin nein, du! Durch. Ich bin in Ruhe selbst. Ja. So. Okay, das hat ganz kurz gebuggt, aber trotzdem interesting. Ja. Wie wär's mit ein bisschen Frieden? Jetzt nicht so viel, Maxim. Das ist deine Runde, ne? Also, das ist. Ich bin übel raus. Ich bin leider Turbo raus. Weil das Ding ist, Phoenix zu beantworten, ist halt einfach nur anstrengend. Auch wieso? Du schaffst das schon mit deinen jetzt 8 Snipern. Das ist richtig. So viel kann man bauen im Pro. 37 Sniper. Da bin ich ja froh, dass ich 200 Phoenix gebaut habe. Nora. Oh, Maxim, wo hast du denn 6 Bataillonen Wespen her? Mit Shield Upgrade! Das ist doch nicht normal. Also, die Crawler da, kannst du die aufhören, da hinzuschicken? Ich finde das ehrlich gesagt ganz praktisch. Nee, ich finde das furchtbar. Au. Guck, den Sniper kann ich auch noch mit ablenken. Oh, die Missile war ja geil. Hat noch dabei einen Sniper bekommen. Guck mal, ziehst du nicht ganz mit rüber? Mustangs, ich weiß nicht, was ihr da macht. Aber da steht ja Level 3 Panzer. Die machen Peng Peng. Ja, Level 3 Panzer sind richtig strong. Und richtige Tanks. Ja, Maxim, das musst du carry, ne? Also, I got you. I got you, homie. Aber. Do you got it? Nicht so richtig. Also, diese Crawler. Ich hab gut verloren, ja. Ich hab okay gewonnen, würde ich sagen. Das würde ich sehr gerne. Doch. Die Level 3 Panzer, da habe ich auch keine Antwort. Aber du spielst den Elite-Typen, oder? Ja, das ist korrekt. Ah, ich verstehe. Ah, die Crawler laufen nicht. Die sind gut angeschlagen, Maxim. Du schaffst das. Nee, das ist nix angeschlagen. Der Artillerie darf jetzt bloß nicht trollen. Das sagst du, der Artillerie. Nee, guck mal, da ist nicht so wie Johnnys. Die Crawler, guck dir die Crawler an. Die oberen 4. Die oberen 4. Oh, die oberen 4. Ja. Sehr gut, sehr gut. Aber ich muss sagen. Ich will jetzt nicht sagen, aber es sind die unteren 4. Ja, sehr gut. Für euch ist es die unteren 4. Ey, deine Artillerie ist so am Cheaten, ne? Jeez. Komm, das schaffen die nicht. Hack, ja, mega. Ja, aber gut, wir haben noch Zeit, bis seine Panzer da sind, alles gut. Aber der symbolische Weg war da. Ja. Oh, der Sniper muss ein bisschen langsamer steppen. Sniper, bleib mal stehen. Nein. Guck mal, die Buffs sind wieder weg. Peng. Ja, das haben die. Jetzt gucken die aber böse. Zack, bam, bam, bam. Schön, das war starke Bataillon. Artillerie ist free level up für den Sniper, easy. Ja, vor allem für die Artillerie, ja. Ja, die Arti brauche ich. Die. Oder wir müssen jetzt noch die letzten Hits kriegen. Noch sind sie Level 1 und Level 2. Perfekt. Auf das Minion, genau. Aber ich habe auch Invested, ne? Das muss ich dazu sagen. Ich kann jetzt nichts upgraden, wenn ich mir kein Geld habe. Orbitale Bombardierung.
Oh, warte mal, das ist gut. Das ist actually gar nicht so shit. Anorbitale Bombardierung? Ich hab da die falsche Einheit gekauft, das Phoenix ist absolut shit. Warte, was? Nichts. Keine Angst. Ich hab... Ah, du hast den Level 3 Typen. Ich bin Level 3. Ja, der ist toxic. Johnny neu in Mechabellum. Ja, komplett neu. Johnny durfte hier mit 20.000 Punkten einsteigen. Ich weiß es nicht, Maxim. Ich bin mir... Ich fühle mich auch unwohl. Ich würde halt so gerne Upgrades kaufen, aber ich habe halt einmal... Also du wirst eigentlich locker gewinnen müssen, weil du einfach 100 Ressourcen jede Runde mehr hast. Aber ich habe halt auch weniger HP, sag mal, bist du dumm oder was? Aber HP, was macht denn HP bei... Ja, du verstehst einfach nicht, dass HP einfach mega wichtig ist. Wieso? Für, bei ja, wenn du am Ende 2000 HP in einer Runde extra verlierst, dann ist es auch egal, ob du 500 mehr hast. Ja, vor allem, das ist ja, also bei Fangs ist es useless, bei Artillerie ist es useless, bei Phoenix ist es useless. Hör auf zu reden. Okay, wie viel weniger HP hat denn Fang? Auf geht's. Auf geht's, genau. Oh ja, Rakete. Oh, bisher sind meine Rakete. Hm. Okay, das war gut. Da ist eine Schmelze, wo kommen die her? Und der eine Phoenix wurde sogar getroffen. Das ist krass. Das ist dann doch nur so eine halbe Air-Unit, ne? Oh mein Gott. Der Mustang outrunnt alles. Ich wurde dafür auf der anderen Seite turbo-intet. Na, schön. Eisschmelze. Das ist in Ordnung. Sie hat ihren Job erfüllt. So, ich wurde leider zu Tode bombardet. Was hast du mir denn so übrig gelassen? Ah, die Phoenixe könnten etwas anstrengend werden, wobei ich die Sniper noch. Die laufen halt wieder so toxic auf der Map. Die Phoenix haben immer noch weniger Leben. Marksman sind zu strong. Ich glaube, die Arty wird nerven. Ich glaube, das ist eher so das Ding. Oh, die halten mal ein paar Schüsse aus, ne? Fast als wäre 15% weniger AD irgendwie entscheidend, ne? Hä, hey, warte mal, siehst du deinen Phoenix? Da steht 5000. Ja, das ist 5% weniger als sonst. Phoenix, richtig gute Unit. 15, wenn guck mal. Arty, komm. Ja. Ja, das konnte er noch nicht. Ja. Okay, Cyber Star. Das schaffst du locker. Das schafft er. Komm, Johnny. Das Problem ist, hinten kommt noch eine Artillerie. Au. Ja, der erste ist schon Tobolos. Ja, das ist der erste, der vorne noch läuft. Der zieht das Feuer direkt in die Backline mit rein, ne? Ja. Und der eine Panzer ist jetzt offen. Der Panzer braucht zwei Schuss für eine Arti. Das ist halt einfach eine Frechheit, dass Panzer zwei Schüsse für eine Arti brauchen. Das ist eine absolute Frechheit. Sag ich, 15% wäre nicht verrechnet. In welcher Welt funktioniert das so? Los, Jungs! Lauf schneller. Wir bräuchten so einen Zealot-Buff, weißt du, wo sie einmal dashen. Diese Runde kannst du auch in die Tonne kloppen, ey. Gewitter! So. Okay. Ja, das ist einfach unangenehm. Hier hin. Achso. Aber deine Armee sieht geil aus. Für mich sieht es echt so aus, als wenn ich keine Sachen kaufe. So. Aber mir ist jetzt auch eher so Low-Runde. Ja, Maxim, ich hoffe, du hast die Regenjacke ausgepackt. Ja, ich meine, das ist das Gute, ne? Es sind halt nur aber die aus Gummi, bitte. Es gibt keine Chance, dass der Junge zu überleben. Na, bei mir ist aber auch irgendwie das Wetter gekippt, wa? Die Crawler sind die Rakete vorher. Not that bad. Echt so gut. Da hinten, die gefallen mir gar nicht, die Wasps.
Ja, doch, ich finde die ganz gut. Also der Wespenschwarm, den muss man auch mal herbeirufen. Boah, die Mustangs haben das mit Gewitter gedodged, ne? Das ist und die korrekt. Eine Art, die hat das Gewitter gedodged. Lol. Ja, wie hat die eine Art denn das Gewitter gedodged? Mathematisch. Ich bin sicher, ob ich meine Mustangs so hätte bewegen sollen. Aber so ist auf jeden Fall ein interessanter Schatz. Ich wollte dem Gewitter entkommen. Ach, es war halt nur leider auf der anderen Seite. Aber ne? Jetzt kommt natürlich auch die Hackung. Ja. Warte mal, wo kommen denn da hinten? Ach, sind wir, spielen wir jetzt hier mit Backdoor oder was? Die Backdoor ist offen. Ex-Packer, Crawler sind drin. Sehr gut. Und noch die League, ne? Referenz für doppelten Damage. Der eine Crawler ja, auf die Eis, das habe ich leider, ich wurde outgewittert. Ja, der kriegt jetzt leider die große Flinte vom Kopf. Oh, ich dachte, wenn deine Panzer. Du bist doch Elite, oder? Ist der auch Elite? Ich bin auch Elite, ja. Nee, ich bin keine Elite. Ich habe einfach auch gekauft. Das ist aber illegal. Oh, der Panzer schafft einen One-Shot. Oh. Okay. Hast du noch genug? Ja, das schaffst du ja easy. Ja, der überlebt einen Phoenix-Schuss. Fast. Ach, guck mal, das Schild machst du auch. Oh, noch was? Weg. Ah, die sind schon leveled. Okay, hat nichts gesagt. Nach Runde 1 hat sich nicht so gelohnt, muss ich sagen. Ich mach sogar noch das Schild kaputt. Warte mal. Ja, das ist super. Also das tut mir ein bisschen viel aus, aber. Das gewinnst du auch, also lockerflockig. Ja. Jo, meine Schmelze, die läuft halt einfach mit minus 5 Movement Speed über die Map. Ist hier an deine Artillerie angekommen. Du hast zwei Stufe 2 Artillerie, Maxim! Ja, also ich sag's, wie es ist. Er kauft die so. Wenigstens kann ich nochmal ein paar von den Fußmännchen schmelzen. Das ist korrekt, ja. 6 aber Schaden weniger. Das ist schon mal gut. Oh, das sind so dumme Aussage. Ja, wehgetan. Heard it. Okay, neuer Plan. Neuer alter Plan. Okay. Neuer alter Plan. So, also ich probiere jetzt auch einen neuen Plan. Nehmen wir nicht. Eis, wichtiges Kommando an dich. Mhm. Also, kommt das Kommando auch noch, oder? Invest! I wanna know. If you be my guy. If you be my girl. Okay, I got no money in my pocket. Ja, ich bin auch Turbo raus, Mann. Das wird ein langer Weg. Nein, ich mag die Taktik. Johnny ist auf jeden Fall in mein Bait reingejumpt. Dein Bait? Ich wollte, dass du Arty Range kaufst. Da kommt jetzt auch die Level 3 Artillerie, unangenehm. Okay. Let's go! Das Problem ist nur, wenn dahinter von dir auch Units sind, dann sterben halt die, ne? Na, dafür habe ich ja auch Range. Da kommen ein paar Wasps hier, Johnny, ich hoffe, das ist kein Problem. Der Johnny hat richtig viel Anti-Erde auf der Seite. Jetzt sitze ich leider gar kein Anti-Erde, ja. Oh, die crashen gegeneinander! Ah, die Wasps sind leider noch nicht ganz so intelligent. Ah, jetzt wird's besser. Deine West fand's cool. Ah, so, jetzt räumt mal hier auf, ihr Muggel. So. Wie läuft's denn auf deiner Seite? Ich würde sagen, okay. Also ich glaube, ich gewinne das tatsächlich, aber. Da wäre gut, weil. Also wie willst du das gewinnen, wenn du keine Anti-Air hast? Hast du denn einen Sniper? Da reicht's. Und warum greifen sie den Sniper nicht an? Ja, weil. Eine sehr gute Frage. Ja. Gern. So gewinne ich. Das ist meine Winning Condition. Okay. Die KI. Hat jetzt ein einziger Sniper alle Westenbataillone getötet. Ja, aber da kommt von der anderen Seite kommen auch nochmal Sniper. Ja, aber es geht ja nicht um nochmal mehr Sniper. Alles es geht gut, ja um Eis. Den Sniper. Ich meine, um nochmal Wespen. Ja, aber die Wespen sind gar kein Problem. Eins kann einfach rücken. Mit einem Messer. Doch, keine Ahnung, zwei Wespen sind doch da. Die greifen. Nee, drei sogar. Nee, da hinten kommen ja nochmal welche von dir. Von mir? Ja. Die du zu mir geschickt hast, ja. Ach, ich hab gar keine zu dir geschickt. Doch. Die sind einfach getürmt. Die sind einfach rübergeflogen. Naja, die haben auch den Fight gewonnen, weil die mich gebackt dort haben. Cool, und jetzt gewinnen die den Fight, weil die ja nicht zu den Snipern rennen können. Ah, warte, du hast Maxim was in die Flanke gesetzt, deshalb sind die wahrscheinlich rübergeflogen, wa? Nee,
Nee, komm, Crawler, please. Die hatten einfach von Natur aus einfach Bock. Ja, ich befürchte, dass wir das jetzt echt verlieren, ne? Oh nein, wenn die Crawler so langsam sind. Gott sei Dank. Ich dachte schon, der hat ja alle Wespen alleine kaputt gemacht. Ach, schade. Es bringt auch nichts zu debuffen. Du hast ja ihn schon gedebufft. Mich zu debuffen ist ja scheißegal. Stimmt. Das ist ja die Arti, dann hol mal deine Anti-Air raus. Ich hab Zeit, ich lehne mich schon mal zurück. Ja, das ist ja wirklich... Guck mal, der Crawler kriegt sogar das Ding nicht mal kaputt. Arti, ich befehle dir zu leveln. Was hab ich gesagt? Ops. Nein. Stark. Na gut. Na, dann kommt mal zu mir. Da muss ich nicht so weit hinterher fliegen. Na, 48 Sekunden haben wir Zeit, ne? Ja, wird das reichen, ist die Frage, ne? Ich würde also sagen, wenn die Regeneration hätten, die Panzer dann nicht. Nee, da noch gar keinen Fall. Aber so kann es reichen. Also das Wichtigste ist, dass wir keinen Schaden kriegen. Einfach Level 4 Tanks. Also ich glaube, wir kriegen trotzdem Damage. Oder? Ja, wird knapp auf jeden Fall zeitlich. 20 Sekunden. Ich meine, das andere Bataillon stirbt viel, viel schneller. Los, Jungs! Das ist noch ein. Wenn der Vierer jetzt gefokust wird von denen, dann. Stich! Oh ja, die anderen kassieren richtig hart. Und Stich! Ja, haben wir. Na, guck mal, aber der eine Damage. Aber da, ach, da ist noch einer! Da ist noch einer, der ist versteckt unter den Trümmerhaufen. Hab ich ja nicht gesehen! Mensch, das hat ja. Fast gleich wie Schaden. Ja. Stark. So, Eise, schickst sie nochmal rüber. Ja, finde ich eine gute Taktik. Langsam wichtig. Oh, das gefällt mir hier. Be my girl. So. Aber letztlich, warum sind die zu dir rübergeflogen? Ich verstehe das nicht. Ich glaube, dass das Speed-Kommando von Maxim irgendwas damit zu tun hatte. Oder mein Sniper, der da ein bisschen getreut hat. Denkst also, dass der einen Sniper trollt? Ich denke, dass mein Sniper richtig hart trollt, ja. Das ist doch Quatsch. Okay. Also ich werde hier outsourced. Outsourced. So richtig zufrieden bin ich hier mit der ganzen Situation auch nicht. Oh, da sind das viele Mustangs. Soll ich auch noch mehr Arti holen, I guess? Mehr Arti für mehr Pum-Pum. Mehr Arti für mehr Bum-Bum, genau das. Übertreibst du auch ein bisschen mit der Arti? Also Johnny übertreibt komplett, ja. Auf 5 Bataillone, Johnny, was ist los mit dir? Ja, das. Ich werde hier aber schon dazu geforst auch, ne? Also. Alter, hast du das gesehen? Was denn? Da war ein Crawler und es haben 4 Bataillonen Sniper. Arti. Okay, die rennen. Also die Wespen rennen echt jedes Mal einfach zu mir. Was auch nicht counterbar ist, weil meine Mustangs dann schon lange weg sind. Aber ich bin mir nicht sicher, warum sie zu dir laufen. Ja, aber weil deine Units zu nah an mir dran stehen wahrscheinlich, wa? Ja, aber guck mal, was da steht. Also das ist eine Artillerie, die neben meinem Haupthaus steht. Also wo soll ich stehen? So, nee, den Sniper haben sie vorher attackiert oder sowas? Und was müssen die ja vorher noch attackiert haben? Nee, der Sniper war schon tot. Richtig weird. Ich glaube, es gibt einfach nichts bei Leon, was sie hätten können quasi. Ja, das glaube ich auch. Ja, ja, das war das wahrscheinlich. So ein, quasi so ein toxischer Hinweis an Leon? Eigentlich? Nee. Ich meine, das ist ja auch ein normaler Fighter. War passiv-aggressiv an der Stelle? Ah, aktiv flame. Ja, es wird gar nicht so einfach, ne, das zu lösen. Boah, diese Westen, ne? Ah, ja, ein paar Fangs hat er noch da. Die Frage ist, wie viel Angriffsreichweite haben die Fangs? Die sind beide schlecht. So 2? Ja, ist wirklich krass. Ja. Also die 90 Meter reichen halt gerade noch so, damit die in die Luft schießen können. Ja, aber G machen die das nicht schlecht. Das wird nicht reichen. Aber wenn die einmal dran sind, fahren die da drüber. Also in dem Moment, als sie nicht gehittet wurden und selbst gehittet haben, sahen sie actually worth aus. Mhm. Das war aber... Das war ganz kurz gut. So, ganz kurz mal gelevelt. Gut, ja. Stimmt, meine anderen Wespen sind ja noch da drüben. Ja, das ist ein Problem. Ja, das wird jetzt der Hero-Panzer.
Ja, der Panzer macht die Kanone einfach nach oben so. Imagine. Ja. Das ist ja das Witzige, wenn du manchmal so Units hast, die halt keine R angreifen können, sich einfach da runterstellen, dann zielen die ja wirklich nach oben. Ja, die gucken da. Der Flammenwerfer sieht das am geilsten aus. Naja, die gucken halt einfach nach oben. Du kannst bloß nicht schießen. Nein! Raupe! Nein! Ach, du hast sogar Regeneration drauf gemacht. Das feier ich. Wir regenerieren. Peng. Das sieht man richtig. Ja. Der Wille zur Regeneration war da. Wir kaufen 5% von nichts und dann leider aber noch nichts. Das mach ich. I wanna know. Where do you go, 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 oh, eh, oh. So, ja, also Eis ohne dich geht's nicht. Ey, also, du hast meine Westen. Das ist leider wahr. Die sind so confused, die gucken so böse zu Johnny. Ja. Die sind einfach angry as fuck, man. Ich habe die Problemlösung. Spannend. Mehr Mustangs. Das gefällt mir, ja. Fuck Batman. Gar keinen Bock mehr. Das ist aber auch, ich verstehe aber gar nicht, warum das so schlimm ist. Ja, ja. Das ist auch irgendwie keine Information. Aber ich komme doch gar nicht von da. Doch. Ich wurde jetzt 16 Mal von denen gekillt. Ich kann dir sehr genau sagen, wo sie herkommen. Okay, ja. Willst du mich verarschen, dass meine Schmelze jetzt nicht das Schild angreift? Nope. Das ist aber schön, wie da vorne die Mustangs einfach so querfahren die ganze Zeit mit Bananen. Das sieht geil aus, ne? Das funktioniert auch turbo gut. Das ist so dumm, dass das... Also, dass meine halbe A wieder rechts rüberfährt, ist aber auch ekelhaft. Sind schon einige weirde Winkel dabei, ja. Und die denken vor allem, ja, das R-Problem gelöst und dann kommen einfach noch mehr. Aber das ist ja dumm, ne? Vielleicht gewinnt es eine Runde, oder? Ich hab das, Johnny. Sehr gut. Aber wir brauchen mehr Anti hier, ne? Also Maxim spielt ja, Overlords. Ja. Aber ich brauche noch einen Schnapper. Oh ja, die Overlords sehen sexy aus. Ah, die MP ist jetzt leider ein bisschen asozial. Ja, ich habe auf jeden Fall viel Anti-Ground. Das ist cool, aber. Davon gibt dir nicht mehr so viel. Falls der Overlord landen muss zum Tanken. Weißt du, da kannst du ihn abholen. Komm, einmal auf den Turm da drauf schießen. Ja, auch das, glaube ich, löst unser Problem nicht vollumfänglich. Ja, ein paar Fangs dabei. Genau, ein paar Fangs sind da. Ne? Also der eine Ding ist, also das Problem ist, die One-Shot natürlich trotzdem noch die Fangs, aber... Ja, es ist Toro-Int. Oh, er schießt wirklich auf den Turm. Nee. Also der 3 Over... Oh mein Gott. Jetzt schießt er auf den Turm. Der nächste Schuss. Oh, der hat gebaitet! Bam. Ich bin kurz stehen geblieben. Also wie viel Artillerie da noch steht. Ja, die Fangs sind auch gleich da. Das Gute ist, die Tanks regenerieren auch. Das Gute ist, mein einer Typ die ganze Zeit Panzer baut. Aber die Fangs sind actually gar nicht so bad, guck mal. Ja. Problem ist halt, die haben so eine weirde Range, die gehen zu nah ran. Ja, geht aber, mit dem Reichweiten-Upgrade ist das schon noch bad. Nee, die gehen trotzdem näher ran als die Arti. Du brauchst bei Fangs so viele Upgrades immer, das ist halt... Naja. Ist irgendwie schwer, da noch das Range-Upgrade reinzukriegen, so. Ist ja, die Frage, aber ob die das billiger machen sollen. Doch, richtig viel Damage stehen halt. Billiger? Ja, maybe. Meine Mustangs, die ich zu dir rüber geschickt habe, kommen einfach mit 2 Leveln wieder raus. Sehr gut. Appreciate es, ja. So. Yeah. Okay. Invest. Das Geräusch gefällt mir schon nicht. Oh ja, das Geräusch kickt dir gerade ordentlich rein, sag ich dir.
hinten. So. Ups. Ja, es sind auf jeden Fall, also der hat doch das Gewitter eine Runde früher. Ja, das habe ich genommen, als du was anderes Dummes genommen hast. Aber wir haben ja Schilde. Und manchmal habe ich auch sehr viel Glück. Guck mal, was dabei passiert. Oh, ich glaube, da willst du nicht. Oh mein Gott, ich krieg... Okay, Johnny, es wird schwierig. Ja, ich sehe das. Aber ich habe, glaube ich, Maxims Hauptproblem endlich gelöst. Da kommen jetzt 3 Squads an Boss zu dir rüber, aber... Ja, ich habe 4. Jetzt... So. Das Gute ist, dass Level 2... Alter, hier wackelt alles! Ja, David! Wobei, ich gewinne das trotzdem, Johnny. Das ist sehr gut. Ich vermute einen harten Win auf meiner Seite, aber ehrlicherweise... Da sind noch viele Wasps. Da sind noch alle Overlords da. Ja, die Wasps werden ja gleich erstmal gedebufft. Ja, sind die Overlords nicht einfach 3 Sekunden Fokus von den Mustangs? Nee. Das waren noch eine Menge Wespen. Ja. Die Artillerie. Also die Ablenkung war auf jeden Fall, die hat ganz gut funktioniert. Ich würde auch sagen, dass du mir den Butt gerettet hast. Weil ich habe immer noch nicht das Upgrade von den... Oh, kann er bitte nicht nach oben fliegen? Kann er bitte zu den Fangster fliegen? Da kommt jetzt aber gleich in der Debuff rein. Ja. Vielleicht hilft das ja nochmal, dass du ein paar mehr Sachen rausnimmst auf dem Boden. Maybe, ja. Auf jeden Fall kann ich den linken Overlord rausnehmen. Ja, ja doch, das kriege ich. Ah, da kommt halt noch ein Overlord da. Ja, waren erstmal eine Menge Fangs. Boah, das ist hier illegal gewesen. So. Aber ich habe 2 Sniper und noch einen ganz Squad Fangs. Oh, stimmt, die Sniper sind natürlich huge. Sniper, ja. Good call. Good play. Well done. Und guck, die ganzen Tanks wieder kommen. Aber da kommen die ganze Zeit Wespen raus noch, ne? Das ist halt. Unpraktisch. This is fine. I'm not that sure. Da hinten kommen nochmal gute Fangs. Das ist die Frage, ob sich jetzt so den Fangs und den Snipern durcharbeiten können, bis die anderen da sind. Ja. Guck's dir an. Krass, ja. Ah, sieht gut aus. Hätte nicht gedacht, dass es so klar ist, aber du kannst es früher einschätzen, ne? Das ist echt sehr, sehr gut. Die Sniper sind da echt der... Gute Lösung, ja. Regeneriert, meine kleinen Panzer! Regeneriert! Oh, das ist krass. Ja! Das können. Oh, das ist ein Schild kaputt, ja! Oh, der Schild. Ohne den Schild bin ich nachher. Der Schild einfach noch weggeploppt. So, jetzt ist ja das Problem, das Gewitter, was ich jetzt gerade hatte. Das ist jetzt natürlich nicht da! könnte etwas passiert sein, was ich nicht so gut finde. Lol. Das musst du dir nachher nochmal aus meiner Stream-Sicht anschauen, bitte. Okay. Das war, glaube ich, einer der witzigsten Dinge, die ich jemals gesehen habe. Wehe, das Gewitter ist bei mir. Wenn wir nicht tun. Niemals. Das wäre ja gemein. Das ist fies. Ohne Gewitter. Ohne mich. Ja, ohne Gewitter, ohne mich. Mal, ob wir damit schon was anfangen können. Dass die Units natürlich alle Level 3 direkt rausgepumpt werden, ist schon unangenehm. Cringe. Okay, Maxim, ich zähle auf dich. Don't do it. Na, ich würde dann nicht auf ihn zählen. Es sieht auf jeden Fall nett aus. Also die Formation ist eingenommen. Ich finde aber geil, wie Johnny das ganze Schachbrett benutzt. Ich weiß auch nicht, das ist hier. Hier, also, hier passiert einiges. Er hat leider alle... Also den Stream guckst du aber auch illegal, Maxim. Wir waren vielleicht ein bisschen, haben uns ein bisschen sehr gefreut, da also, könnte man es erahnen. Ne?
Das war schon sehr, sehr witzig. Ich konnte auch nicht nichts sagen, auch wenn es wahrscheinlich besser gewesen wäre. So. Aber jetzt ist Stern vielleicht 1-2 an der Nuke an der rechten. Okay, ich gar nicht. Aber wenigstens gibt es kein Boden mehr. Ah, und FPS gibt es offiziell gar nicht. Also FPS gibt es seit Tagen nicht mehr. Und meine, ich muss ganz ehrlich sagen, meine Overlords sind halt voll in die Mustangs rein. Ja. Aber fairerweise, ich glaube, ich habe auch mittlerweile 12 Mustang-Trupps, aber irgendwo müssen sie rein. Ich habe auch, ganz klar hier. Naja, da kommt noch eine Menge Viehzeug. Aber ich habe die dicken Tanks sind zumindest alle schon mal raus. Ja. Das ist ein aber, ja, okay. Was ist denn mit deinen Schlachtschiffen passiert, du? Die waren aber weg. Also, zuerst haben sie die Nuke gedodged, ne? Oh, mega. Aber dann sind sie in eine Menge kleine Patronen rein. Die aber der so, wir wollen nicht raus, wir wollen nicht raus. Aber das war echt geil. Ich place meine Nuke und ich blick so ein bisschen weiter oben oder unten. Dann auf einmal ist genau da, wo meine Maus ist, schon ein Nuke-Zeichen. Ich so, hab ich schon gedrückt? Und es war geil. Okay. Oh, das war richtig schön. Ja, das war eine weitere Runde. Tu vs. Tu Mecabellum, ne? Ja, Maxim, schön. Hast du eine Runde gewonnen? Ja, hab ich's. Kann ich mich nicht dran erinnern. Plus 300. Oh, es war lecker. Es war fantastisch. Es war mir ein Fest. Okay. Mir war es auch ein Fest. Ich wünsche euch einen wundervollen Nachmittag. Hat Spaß gemacht. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.